They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone. Tut mir leid, Carmine. Ich würde so gern mit dir weiterspielen, aber ich muss in die Schule. Meine Ohren. Geh, lauf zu deinem Rudel. Du hast den Wolf bei einem Wettrennen geschlagen. Wie hast du das nur geschafft? Ich bin ganz Ohr. Kitty, du darfst niemandem etwas verraten. Cerise? Raven? Lass mich raten. Deine Ohren. Willst du darüber reden? Ja, ich denke, es würde mir helfen, endlich mit jemandem zu reden. Meine Familie umgibt ein dunkles Geheimnis. Deine Mutter, Rotkäppchen, hat den bösen Wolf geheiratet? Keine Sorge, ich verrate kein Wort. Nicht wegen dir mache ich mir Sorgen. Wir laufen ein paar Runden. Schnell rennen zu können ist sehr wichtig, falls irgendein verrückter alter Bäcker versucht, euch zu fressen. Gut, seid ihr bereit? Los! Kitty! Der Geschwindigkeitszauber, mit dem ich deine Turnschuhe belegt habe, hat echt geklappt. Was? Ich zeige ihn dir. Raven, danke. Keine Sorge, Kitty, er lässt bald nach. Oder auch nicht. La, 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 la. Hey, Apple, könntest du es bitte lassen, so früh am Morgen zu singen? Oder ganz? Oh, du Spaßvogel. Spieglein, Spieglein, so clever und smart. Wer ist die Schönste im Internat? Das bist du, Applewhite. Oh, du tollster Spiegel auf der Welt. Ich leih mir ein bisschen Schmuck von Briar. Bin gleich wieder da. Ob ich wohl mit Magie noch etwas mehr Power in diesen Spiegel bringen kann? Nein. La, 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 la. Magischer Spiegel, sag mir, was du denkst. Was ich denke? Oh, mein Spiegel, was ist denn passiert, als ich weg war? Nichts. Nichts, an das ich mich erinnern würde. Das ist eine königliche Märchenkatastrophe. Komm mit, wir besorgen dir einen neuen Spiegel. Ein Spiegel? Hier, bitte. Hast du vielleicht noch einen größeren Spiegel? Man weiß nie, wann man unterwegs mal gut aussehen muss. Ich habe ein Problem damit, genau den richtigen zu finden. Manche Spiegel sind zu schmal, manche zu breit. Oh, oder mir gefällt der Rahmen nicht. Du möchtest dir meinen Spiegel ausleihen? Na, okay. Lass mich nur noch mal kurz gucken. Oh. Den gibt er doch niemals her. Glaube ich auch. Okay. Das ist wirklich das Allerschlimmste, das jemals irgendjemandem passiert ist. Apple, ich habe deinen magischen Spiegel zerstört. Das weiß ich doch. Wie bitte? Na hör mal, du bist doch zur bösesten Person im Land bestimmt. Deshalb habe ich mir gedacht, dass du es warst und gelogen hast. Und bis mein neuer Spiegel eintrifft, habe ich eine Idee. Du kannst es nämlich wieder gut machen. Ist das hier nicht perfekt, um es im Schatzmeisterei-Unterricht zu tragen? Ja, natürlich. Schönste im... Au! Mann, ist das Ding schwer. Fall bitte nicht aus der Rolle. Ich will dich nicht immer Schönste nennen. Komm, sei eine brave, böse Mitbewohnerin. Alle hier in der Schule sind vollauf mit den Wahlen zum königlichen Schülerrat beschäftigt. Aber eigentlich gibt es nur eine Kandidatin. Sie hat wieder mal keine Gegnerin. Applewhite. Londie, nur weil ich keinen Gegner habe, heißt das nicht, dass ich mir nicht auch die Krone abarbeite. In der Diskussionsrunde stelle ich meine Pläne vor zu königlichen Tänzen, königlichen Spendenfeiern, königlichen Sammelaktionen, königlichen... Bla, königlichen Bla und königlichen Bla Bla Bla. Wäre es nicht toll, wenn auch mal jemand anderer... Ich mach's. Ich kandidiere gegen Applewhite. Wie bitte? Wählt Maddie! Wählt mich! Hüte statt Kronen! Leute, wählt Maddie! Oh, hey Raven, Dexter, bitte wähl mich! Au! Ich meine, oh Mann! Ach, und vielen Dank für die Anstecknadel. Achtung, Leute, es geht los! Liebe Märchenfreunde, willkommen bei der königlichen Ever After High
jetzt Diskussionsrunde. Die erste Frage geht an Applewhite. Weshalb sollte man dich nicht wählen? Ich sage nur so viel. Ich werde den Schülerrat genauso leiten wie später mein zukünftiges Königreich. Absolut perfekt. Also, Maddie, auch dich möchte ich was fragen. Wieso kandidierst du eigentlich gegen Apple? Bist du verrückt? Oh ja, und danke, dass du es merkst. Wenn das Eichhörnchen Nüsse frisst, noch nie klebt, wie viel Wasser passt dann in den See? Wie bitte? Du hast schon verstanden. Applewhite war lang genug Präsidentin. Maddie ist verrückt. Ich habe eine fantastische Idee. Es wäre ach so toll, wenn der Schülerrat die Schlosstore für die nicht ganz so kleinen vergrößern würde. Ich glaube, das ist kein Problem, aber zuerst bespreche ich das mit meiner Co-Präsidentin. Wo Eingänge zu Bärenhöhlen sich riesig weiten, verändere niemals den Sog der Gezeiten. Du hast es gehört. Sie wollen was? Du hast ganz richtig gehört, Raven Queen. Professor Rumpelstilzchen, das ist echt unfair. Sie können uns nicht über die Kapitel 1 bis 34 abfragen. Wir sind nicht weiter als bis Kapitel 2 gekommen. Ja, Sie wissen ja, ich kann nicht lügen. Das ist wirklich nicht nett. Habt ihr denn von Professor Rumpelstilzchen noch nichts gehört? Zu Beginn eines jeden Schuljahres lässt er einen irrsinnig schweren Test schreiben. Wisst ihr, was die Schüler tun, um ihre Note zu verbessern? Sie spinnen für ihn Stroh zu Gold. Und der Test ist auch schon morgen. Seht mal, ich bekomme direkt Stresssplitter. Wenn ihr wollt, gebe ich euch Nachhilfe. Ich habe schon immer und ewig für mich allein gelernt. Königlich cool. Wir beginnen mit den grundlegenden Elementen. Wie sollen wir denn den Test schaffen, wenn wir Briar nicht aufwecken können? Oh Mann, wenn sie Lernen nur halb so ernst nehmen würde wie Partys feiern. Oh, das ist es. Oh, hey Leute, was ist los? Hallo. Na endlich. Und jetzt musst du wach bleiben und uns helfen. Also Leute, na ja, wisst ihr was? Eine Sache finde ich immer richtig toll. Eine Lernparty. Ja. Die grundlegenden Elemente sind Feenstaub und Drachenfeuer. Feenstaub und Drachenfeuer. Die Zeit ist um. Mal sehen, wer alles durchgefallen ist. Raven Queen, eine 1. Applewhite, eine 1. Cedarwood, 1. Hunter Huntsman. Unterschätzt nie die Kraft einer Lernparty. Das ist sie, C.A. Cupid, die Tochter von Eros, dem Gott der Liebe. Derzeit geht sie noch auf die Monster High, aber schon bald wird sie feststellen, dass eine andere Schule ihr ganz besonderes Talent benötigt. Märchenschicksale sind heutzutage ja alles andere als gewiss. Werden die Prinzessinnen am Ende ihre Prinzen bekommen? Werden die Rebels ihre wahre Liebe finden? All diese Schüler benötigen Cupids Hilfe, um ihr glücklich bis ans Lebensende zu erhalten. Hallo, holde Fee der Liebe. Ich bin Hopper Croakington II. Und ersuche verzweifelt deinen überaus weisen Rat. Ich weiß genau, was ein Frosch braucht, um ein Prinz zu werden. Nein, mein Fräulein, warte! Hey, Hallöchen, du bist doch Cupid. Sollte man dich nicht viel eher Küsschen-Pit nennen? Oh, wenn ich drauf losplappere, werde ich wieder zum... Mist, ich wünschte, ich behielte meine poetische Sprache auch in meiner menschlichen Form. Doch zerspringt mein Herz in der Nähe dieser Schönheit, die sich Briar nennt. Weißt du was? Ich krieg das schon hin. Sag mir, was du für Briar empfindest. Nun, es gibt keine, die... Papa? Moment, bist du etwa der heimliche Verehrer, der mich hier treffen wollte? Ach komm, zuerst schickst du mir einen Korb mit schokoüberzogenen Fliegen und dann einen stinkenden Strauß aus Sumpfgras. Es tut mir leid, aber ich möchte wirklich nicht mit dir zu der Party gehen. Meine geliebte Briar, die Schönheit dieser Nacht ist nichts im Vergleich zu der Schönheit, die du besitzt. Hopper, diese romantische Seite kenne ich gar nicht an dir. Hey, Cupid! Oh, Dexter! Möchtest du mir vielleicht noch etwas sagen? Ups. Du bist unglaublich scharf. Ich meine... Mist! Quack, quack. Ich hab die Schuhe. Wie wär's jetzt mit einer Umarmung für deinen Helden? Oh, ich hoffe, das bist du, Hunter. Das weißt du doch, Liebling. Vielen Dank, dass du sie geholt hast. Jetzt musst du aber gehen. Tut mir leid, Schatz.
aber ich habe weniger als eine Stunde Zeit, um die Schuhregale dafür herzurichten. Blondie und Briar werden jede Minute hier sein und sie dürfen doch nichts von uns wissen. Vielleicht komme ich später wieder und dann können du bist der Beste. Einen Kaffee trinken? Und jetzt stehe ich hier. Danke für eure Hilfe. Also, wir haben nicht viel Zeit, kein aber... Kein Problem, Ashlyn. Wie ich sehe, hast du das Podest schon aufgestellt. Wir rücken es nur noch etwas nach links. Dann scheint das Tageslicht auf die Schuhe und gibt ihnen diesen Hallo-Effekt. Ist doch genau richtig, oder? Ich denke schon. Briar, und? Pesky! Oh, dir werde ich's zeigen. Und deshalb werden Glaspantoffeln völlig überbewertet. Pesky? Jetzt platzt mir aber gleich der Kragen. Wir haben bis jetzt nur einen einzigen Karton ausgepackt. Und der Laden öffnet in weniger als einer Minute. Wie sollen wir das denn schaffen? Verstecken kannst du dich nicht. Hunter, nein! Und, bekommen wir was geschenkt, weil wir geholfen haben? Bist du jetzt bereit für eine Heldenumarmung? Oder vielleicht für einen Kuss? Pesky! They told you everything was waiting for you. They told you everything was waiting for you.